Guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Sendung. Er wurde geliebt, gehasst, gejagt. Er gilt als geistreich, schlagfertig, aber auch demagogisch. Er prägte 25 Jahre lang die Oppositionspolitik wie kein zweiter. Heute ist er nun von der ersten Reihe abgetreten. Er hat sein Amt als Fraktionschef der Linken abgegeben. 25 Jahre nach der Wiedervereinigung ist das nicht nur für ihn eine Zäsur, sondern auch für dieses wiedervereinte Deutschland. Es ist also Zeit, eine Bilanz zu ziehen in politisch turbulenten Zeiten. Unter dem schönen Titel Goodbye Gysi, das Ende einer Ära. Und ich freue mich, dass er an diesem heutigen Tag bei uns ist. Gregor Gysi, herzlich willkommen. Herzlich willkommen auch Frau Maischberger. Das ist aber schön. Wir werden nachher ein bisschen gleich, wie locker ich geworden bin. Ja. Wohl wahr, am heutigen Tag. Später in der Runde werden wir auch ein bisschen streiten, hoffentlich mit der CSU-Staatssekretärin Dorothee Bär, mit dem ehemaligen FDP-Wirtschaftsminister Rainer Brüderle und dem Kabarettisten Uwe Steimle. Sie haben doch mal gesagt, Herr Gysi, wenn man einen emotional belasteten Tag hat, dann soll man abends keine Auftritte machen. Jetzt war das heute Ihr letzter Tag als Fraktionschef. Sind Sie nicht emotional belastet? Sind Sie dann grottenschlecht, wie Sie sagten? Sie meinen, es wäre besser, ich wäre nicht hergekommen? Ich weiß es nicht, an welchem Tag es sonst so sehr belastend war das nicht, weil ich ja lange genug Zeit hatte, mich darauf vorzubereiten. Und die Übergabe hat ja heute auch gut geklappt, muss ich sagen. Und ich bin eigentlich doch befreit. Ich bin innerlich befreit, weil eine Last von mir weg ist, eine große Verantwortung, die ich abgegeben habe. Und ich glaube, es war auch der richtige Zeitpunkt. Sie haben heute nicht im Moment gedacht, ich bereue es? Nee, nee. Also wenn überhaupt, denke ich das ja vielleicht mal im Januar, aber das glaube ich nicht. Und zwar, weil ich mich auch die Kraft noch habe. Ich fühle mich auch gesund genug, mich in einen neuen Lebensabschnitt zu begehen. Und ich bin immer so ein Typ, wenn ich einen neuen Lebensabschnitt wirklich beginne, dann trauere ich dem Alten nicht nach. Also ich will mich jetzt völlig darauf einstellen. Sie haben ja eine letzte Rede gehalten am 2.10., eben am Tag vor der deutschen Einheit. Sie haben über alles Mögliche gesprochen, den Osten, die Flüchtlinge, die Banken, die Rente. 17 statt 10 Minuten und der Bundestagspräsident Lammert hat gesagt, das war ja schon fast eine Regierungserklärung. Es klang jedenfalls nicht so wie einer, der jetzt gerade bereit ist zu gehen. Naja, ich bleibe ja erstens im Bundestag, zweitens bleibe ich ein politisch denkender, handelnder und auch wahrnehmbarer Mensch, aber dann eben in anderer Form. Ich bin nicht mehr der Fraktionsvorsitzende, ich werde sehr viel seltener und zu anderen Anlässen im Bundestag sprechen. Und natürlich so bei der letzten Rede wollte ich das ja alles noch mal ein bisschen zusammenfassen und wollte ja auch ein bisschen was wieder gut machen, weil, was ja stimmt, ich ja die anderen Abgeordneten nie als meine Kolleginnen und Kollegen gesagt, bezeichnet habe. Und das dachte ich, mache ich aber mal in der letzten Rede, weil sie mich ja inzwischen auch anders behandeln. Also das alles spiegelte sich darin wieder. Das war nicht leicht, so eine letzte Rede dann auch noch zum Tag der deutschen Einheit und überhaupt. Eigentlich bin ich ja ein Generalist und spreche deshalb so ganz gerne über viele politische Felder. Jetzt werde ich mich ein bisschen mit Außenpolitik beschäftigen. Ich mache einen wahnsinnigen Aufstieg vom Fraktionsvorsitzenden zum stellvertretenden Mitglied des Auswärtigen Ausschusses. Aber das bin ich übrigens erst ab 1. November. Aber das ist auch ganz gut. Da kann ich da immer hingehen, wenn irgendwelche Außenminister da sind, zuhören und so weiter. Dann mache ich meine Meetings im Deutschen Theater. Da habe ich Gäste von Mario. Ja. Aber trotzdem sind Sie ein politischer Mensch. Und das hat man ja. Das hat man ja gemerkt bei dieser Rede. Das sind erstens im Moment turbulente politische Zeiten. Also die Zukunft Deutschlands wird, so hat man den Eindruck, jedenfalls neu verhandelt. Und zweitens treten Sie in einem Zeitpunkt, zu einem Zeitpunkt ab, wo man mit der 25-Jahres-Feier der deutschen Einheit sehr wohl fragen kann. Haben Sie sich das vorher so überlegt, dass Sie gedacht haben, so 25 Jahre danach, nach der Wiedervereinigung, nach diesem 3. Oktober, habe ich dann erst mal meinen Dienst getan da vorne? Nein, es war ein Zufall. Ich meine, jetzt könnte ich natürlich behaupten, es war Absicht, aber es war in Wirklichkeit ein Zufall. Meine Überlegungen waren ganz einfach. Die erste Überlegung war, ich habe mir angesehen, wie andere Politiker aufhören. In aller Regel, wenn sie im Keller sind. Wer zum Beispiel? Helmut Kohl. Mhm. Und viele andere. Und da habe ich mir gesagt, nee, du müsstest den Zeitpunkt des Zenits deines Ansehens nutzen, um aufzuhören. Das ist eine ganz andere Situation, da wirst du auch anders behandelt. Ich glaube, dass mir das einigermaßen gelungen ist. Und die zweite Überlegung war ganz praktisch. Wenn ich jetzt wieder kandidiert hätte zum Fraktionsvorsitz, wäre ich zur nächsten Bundestagswahl Fraktionsvorsitzender gewesen. Ich kann nicht einen Wahlkampf führen und den Leuten sagen, danach höre ich auf. Das geht nicht. Ja, hören Sie denn danach auf? 2017, weil Nein, Sie haben es noch offen gelassen. Als Fraktionsvorsitzender auf. Ja, aber kandidieren Sie dann nochmal für den Bundestag? Lassen Sie mich das nur kurz zu Ende führen. Da ich Wählerinnen und Wähler nie betrüge,
wieder, hätte das bedeutet, dass ich danach wieder Fraktionsvorsitzender hätte werden müssen, mindestens für 2 Jahre. Dann wäre ich 71 gewesen. Und das erschien mir zu spät. Und ob ich dann noch mal die Kraft zu einem neuen Lebensabschnitt gehabt hätte, weiß ich nicht. Ob ich noch mal für den Bundestag kandidiere, entscheide ich in aller Ruhe erst nächstes Jahr. Im Augenblick weiß ich es wirklich noch nicht. Das hängt von verschiedenen Sachen ab. Aber wissen Sie, ich finde andere Formen. Sie werden mich ja vielleicht auch mal wieder einladen zu irgendeinem Thema. Wissen Sie, ich will jetzt anderen, den Fraktionsvorsitz abgeben. Es hat ja natürlich einen anderen Wumms, wenn Sie Fraktionsvorsitzende der Linken sind. Erstens. Zweitens haben Sie immer gesagt, also zu Ihrer Bilanz gehört eben diese Partei. Die haben Sie an unterschiedlicher Stelle sehr lange, ja, vielleicht soll man sagen, zusammengehalten, trotz der vielen Widerstände da drin. Das haben Sie auch oft gesagt. Jetzt sind da 2 Nachfolger heute gewählt worden, Herr Bartsch und Frau Wagenknecht, die sich in fröhlicher, Feindschaft zugetan sind. Und die sollen jetzt das zusammenführen, was vielleicht gar nicht zusammengehört. Haben Sie nicht Angst um Ihr Lebenswerk? Nein, habe ich nicht. Ich konnte ja nicht mehr als Chancen aufbauen. Und die Frage ist, ob die jetzt genutzt werden. Aber ich glaube, wissen Sie, was Sie heute beide gesagt haben? Dass Sie in den letzten Monaten zueinander ein gewisses Vertrauensverhältnis entwickelt haben. Natürlich unter dem Druck auch. Aber Sie trauen sich tatsächlich, weil Sie wohl Ihre gegenseitigen Versprechungen auch immer eingehalten haben. Also vielleicht ist es gar nicht schlecht. Ich bin ja ein Zweckoptimist und deshalb gehe ich jetzt erstmal davon aus, dass es klappt. Aber selbst wenn es nicht klappen sollte, was auch immer, wissen Sie, meine diesbezügliche Rolle ist vorbei. Wenn ich mich damit innerlich nicht abfinde, dann begehe ich den Fehler heimlich doch immer weiterzuleiten. So von der Hinterbank, ja, von, wo man sie sich nicht gar nicht vorstellen genau, kann, das kenne ich alles. Dass sie sich da zurückziehen. Sie gucken sich das von Weitem an, lassen die beiden da machen und wenn es knallt, dann sind sie nicht dann dabei. Dann bin ich wieder da. Nein, 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 nein. So wird das nicht laufen. Glauben Sie mir, ich kann ja noch nicht über alles reden, aber es gibt viele auch für mich interessante Angebote. Deshalb werde ich schon politisch wahrnehmbar bleiben, aber eben nicht in der Form, dass ich dann heimlich versuche, die Fraktion weiterzuleiten. Ich habe in eins gesagt, was ich ja später mal erklären muss. Bis heute Mittag war ich ein Politiker, ab jetzt bin ich ein Gesellschaftspolitiker. Das ist ein Unterschied. Worin besteht er bitte? Gesellschaftspolitik machen auch Sie. Ein Politiker ein macht das in, Spektrum an ja, Themen, ja. Verstehen Sie, macht das in einem engen Sinne. Anträge stellen, Nachfragen bei der Regierung und so weiter. Das gibt es ganz bestimmte Mechanismen. Und die hören jetzt bei mir auf. Stattdessen mache ich Gesellschaftspolitik, das heißt im allgemeineren, generellen Sinne, aber durchaus wahrnehmbar für die Leute. Böse Zungen könnten jetzt sagen, zur Bilanz gehört ja auch einfach zu sagen, Sie haben 25 Jahre lang Opposition gemacht, also bis auf eine ganz kurze Phase in Berlin. Was heißt hier eine kurze Phase? Das waren 6 Monate und eine Woche. Ich bitte Sie, nicht die Woche vergessen. Bei 25 Jahren fällt das kaum ins Gewicht. Das heißt, Sie haben gar nicht viel gerissen politisch im Ernst. Gehört das zur Bilanz dazu? Durch Opposition leitet man immer Veränderungen ein. Als ich das erste Mal über einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn gesprochen habe, sind alle über mich hergefallen. Jetzt hat die CSU zugestimmt. Das sind doch spannende Entwicklungen. Schauen wir mal, was wir sind, die CSU gleich dazu sagt. Ja, wir sind bei der Einheit vorangekommen, bei der inneren Einheit auch. Wir haben doch diejenigen vertreten, die durch andere Parteien nicht vertreten werden sollten. Das waren die Eliten aus der DDR, es war aber auch die mittlere Funktionärsebene und viele andere. Und das ist uns doch nicht schlecht gelungen. Und jetzt haben wir eine Partei, etabliert links von der SPD, die akzeptiert wird, selbst von CSU-Wählerinnen und CSU-Wählern, die sagen, es ist nicht schlecht, dass es uns gibt, nicht, dass die uns wählen. Aber sie sagen, das gehört mit zu dem akzeptierten Spektrum. Das war vor 1989 nicht denkbar. Und es bleibt eine Idee aufrechterhalten, die Idee eines demokratischen Sozialismus. Und so wie der Kapitalismus sich jetzt weltweit zeigt, wird es vielleicht wichtiger, über solche Ideen zu sprechen. Nur? Sie sind nicht mehr dabei. Ich bin in anderer Form dabei. Nur, dass die Linken noch erreichen müssen, dass die Leute ihnen in jeder Hinsicht trauen. Nämlich was Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit betrifft und was eine funktionierende Wirtschaft betrifft. Also darüber werden wir nachher wirklich hoffentlich auch mit Dorothee Bär von der CSU und Herrn Brüderle von der FDP streiten können. Zur Bilanz gehört auch... Ich muss mich heute Abend offen noch streiten. Sie langweilen sich sonst. Ja, zur Bilanz gehört aber auch, dass Sie bei der Rückzugsrede im Juni ja gesagt haben, wenn ich 1989 gewusst hätte, was alles auf mich zukommt, dann wäre ich nicht in die Politik gegangen. Das stimmt. Also Sie sind ja sehr früh, wir haben das auch noch mal gesehen auf dem Spiegeltitel, der Drahtzieher. Sie sind sehr früh ins Visier geraten derjenigen, die das auch dann mit der Stasi-Frage verknüpft haben, die das aber auch mit der Frage verknüpft haben, Demokratiefeindlichkeit. Es gab so Demonstrationen mit so Plakaten, Lügen haben kurze Beine, Gysi, zeig uns doch mal deine. Das war 90. Das war genau. Nach dem Spiegelartikel der Drahtzieher.
kam Aufgeben eigentlich in keiner dieser Phasen in Frage für Sie? Nein. Erst recht nicht? Nee, erst recht nicht. Ich sage ja immer, wenn die nett zu mir gewesen wären, wäre ich wahrscheinlich nach 4 Jahren gegangen. Aber da kriege ich so eine preußische Sturheit. Die kann ich an mir gar nicht leiden. Mhm. Aber ich kenne die. Und dann sage ich, nee, so werdet ihr mich nicht los, ganz bestimmt nicht. Und dann werde ich diesbezüglich immer sturer, kann mich zwar auch selbst immer weniger leiden, aber bleibe dann dran. Das war ja das, was die Partei dann auch so an mir geschätzt hat. Wissen Sie, die haben mich innen immer gepflegt und dann rausgeschoben, damit ich wieder die Prügel beziehe. Und komischerweise, als von draußen die Prügel nachließen, haben sie mich drinnen geprügelt, weil sie gesagt haben, dem fehlt ja sonst was. Im Umkehrschluss also, müssen Sie jetzt innen einen Prügel bekommen haben, weil Sie außen mehr geliebt worden sind. Ja, das war ja dann auch so, dass zum Beispiel in der Fraktion, ich meine, meine Göttinger Rede auf dem Göttinger Parteitag, meine ich, ist ja jetzt ganz egal, aber die war ja nun wirklich scharf. Da war 2012, wo Sie ja, gesagt 2012. Haben, da fahren jetzt 2 Züge aufeinander los und ich bin immer derjenige, der wirklich. Natürlich, ich hab keine Lust und das mehr. Ging mir so auf die Nerven. Aber das ist nicht der Zeitpunkt, wo ich aufhöre. Dann hätte ich solche Rede gar nicht gehalten, sondern die habe ich gehalten, um sie aufzurütteln. Und ich muss sagen, seitdem ist die Atmosphäre, das haben Sie auch heute bestätigt, in unserer Fraktion deutlich besser geworden. Sie haben sich schon erschreckt. Und Sie sollten sich übrigens auch erschrecken. Aber Sie haben einen hohen Preis gezahlt. Sie haben auch jetzt eben 2015 in diesem Sommer bei der Rede, wo Sie angekündigt haben, dass Sie sich zurückziehen, ich behaupte jetzt mal fast unter Tränen gesagt, Sie haben sich nicht genügend um die Familie gekümmert, um die Freunde gekümmert. Sie haben zu selten Nein gesagt. Das ist aber eine späte Erkenntnis dann am Ende des Tages. Und das ist doch ein bisschen bitter, wenn man das, ja, das ist auch am bitter. Schluss erst macht. Naja, die Erkenntnis hat man ja schon früher. Man kann bloß nicht richtig damit umgehen. Und ich wollte ja auch anderen Leuten, die in die erste Reihe der Politik gehen, sagen, passt auf. Man begeht den Fehler, sich selbst wirklich zu wichtig zu nehmen. Und wenn man diesen Fehler einmal begeht, vernachlässigt man viele Dinge, die man dann nicht repariert bekommt. Und man denkt ja am Anfang, ach, das kriege ich ja dann alles wieder hin, das hole ich alles nach und so. Und das stimmt dann eben nicht. Dann sind die Kinder erwachsen. Oder du hast dann eben Freundinnen und Freunde verloren. Wenn sie das 4. Mal sinnloserweise anrufen und du nie Zeit hast, melden sie sich nicht mehr. Und das kannst du auch nicht reparieren, indem du dann plötzlich anrufst und sagst, ach, jetzt würde ich ja gerne wieder. So läuft das nicht. Und ich glaube, dass viele diesen Fehler in der ersten Reihe begehen. Und ich habe es deshalb gesagt, weil ich offen und ehrlich sein wollte in dieser Frage, nicht die Illusion verbreiten, dass das nur fantastisch ist, wenn man in der ersten Reihe steht. Und zweitens hören ja meine Nachfolger diesbezüglich auf mich. Können Sie denn noch das reparieren, was Sie kaputt gemacht haben? Ich bin dabei. Ich weiß es noch nicht genau. Müssen Sie mich in einem Jahr noch mal einladen, dann kann ich es Ihnen genauer sagen. Ein bisschen scheint es zu klappen. Zum Beispiel Barbara Erdmann, die ich ja sehr mochte und die ich ja sehr lange kenne, aber ich hatte eben auch ganz wenig Zeit und es fängt so wieder an. Mal schauen, ob Sie das bestätigt. Wir haben Sie eingeladen. Das ist eine der engsten und ältesten Freundinnen von Gregor Gysi. Übrigens war an diesem Wochenende auch sein Klassentreffen. Wir haben uns dazu auch eingeladen. Herzlich willkommen, Barbara Erdmann. Schön, dass Sie da sind. Haben Sie ein bisschen die Musik gehört, die wir eingespielt haben? Die Beatles. Das war eine Anspielung auf eine Platte, die Sie angeblich bekommen haben, aus dem Westen mitgebracht, aus Paris. Und dann haben Sie die mal zusammengehört? Wahrscheinlich ein bisschen kaputt. Ja, die gibt es heute noch, die Schallplatte. Ich glaube wirklich, dass ich der Erste war, der so eine Platte besessen hat. Und die war natürlich was wert. Jetzt fragen mich, das ist wieder typisch ein bisschen das neue Deutschland, alle, was hast du Geld dafür genommen? Nein, auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen. Aber ich hätte gefragt, konnte er tanzen, Frau Erdmann? Ja. Gut, wir hatten ja in der 9. Klasse Tanzstunde. Das eine Foto war ja von der Tanzstunde mit Anke, Hand in Hand. Und da war er brillant. Ein begehrter Tänzer, auch von denen, die ein bisschen größer waren. Aber Tanzlehrer bin ich ja noch nicht geworden. Ne? Nee, aber Sie haben ja auch gesagt, also Sie kennen ihn seit 1962, dass das ein Fehler war, dass er in die Politik gegangen ist. Ich kann mir Gregor Gysi überhaupt nicht vorstellen, ohne Politik. Sie sich offensichtlich Sie kennen ihn schon. Eben nicht. Naja, das war, also ein Tänzer wäre er schon mal nicht geworden. Was wäre er denn dann geworden? Rinderzüchter auch nicht? Nein, Rinderzüchter war ja so mehr oder weniger eine Notlösung. Und hat uns ja den Einblick in das schwere Leben der Landwirte gebracht. Also hat schon was gebracht. Und danach hat er Jura studiert und ist Rechtsanwalt geworden. Und Rechtsanwalt ist doch ein traumhafter Beruf. Eigentlich der schönste, den man sich vorstellen kann. Viel schöner als Politiker. Es behaupten Menschen, dass dieser Mann ohne Bühne und ohne Rampenlicht nicht sein kann. Als Rechtsanwalt hat man davon natürlich ein bisschen weniger. Ja, aber die Erfolge, die man hat, die sind schneller und sichtbar. Und er hatte ja große Erfolge. Wir waren ja in einem Büro. Ich war ja bei ihm sogar noch zur Ausbildung, weil ich später ins Kollegium gekommen bin. Und es war
schon überragend die Kenntnisse im Prozessrecht zum Beispiel und die Art der Verteidigung in Strafsachen. Wir haben mal zusammen verteidigt in einem Mordverfahren, also du hattest den Mörder. Es gab ich hatte nur Mordverfahren. Ja, es gab in Berlin gab es im Durchschnitt gar keine. Doch, im Statistischen Jahrbuch der DDR stand sogar jedes Jahr drin, dass 150 Personen wegen Mord oder Mordversuch verurteilt wurden. Ja, also ich habe ja mal am Stadtgericht gearbeitet, im Durchschnitt 12 Morde im Jahr in Ostberlin. Und er hatte einen von den 12. Und ich hatte, er hatte Mittäter, weil der vorher auch gestohlen hatte. Ich weiß nicht, ob du dich an die Sache erinnern kannst. Und seiner hatte seine Ehefrau um die Ecke gebracht und hat die unter dem Rhabarber einer Kollegin, also einer Richterin. Die hat ein Nachbargrundstück und da wurde Rhabarber angepflanzt und da hat er die Leiche vergraben. Kannst du dich noch erinnern? Ja, jetzt, wenn du das erzählst, fällt mir das wieder ein. Ich konnte mir nicht vorstellen, was man in dieser Situation da nun vorbringen kann, außer zu sagen, es war unglaublich. Das war unglücklich. Und hat ihn frei bekommen, obwohl er... Nein, frei, der Mord war ja da. Ja, aber er hat in einem langen Plädoyer diesen ganzen Vorgang in der Psyche dieses Täters dargestellt, sodass die Schöffinnen besonders, die waren ja zu Tränen gerührt. Und ich weiß gar nicht mehr, wie die Strafe war, aber zumindest war einem klar, wie es überhaupt dazu kommen konnte. Und das war... Ich wollte zu Ihrer Frage mit der Öffentlichkeit sagen. Mhm. Als ich in die Öffentlichkeit trat, war ich 42 Jahre alt. Das heißt, ich hatte es ja bis dahin ohne auch ausgehalten. Das kannte ich ja gar nicht. Die spannende Frage ist, wie ist es, wenn man in der Öffentlichkeit war, kann man dann ohne leben? Die stellen wir auch noch, aber vor allem habe ich noch eine spannende... Also Sie haben ja ein Standardwerk geschrieben, das wusste ich gar nicht. Das sage ich Ihnen. Ich habe das sogar... Die Kollegen haben wirklich alles in Bewegung gesetzt und haben ein Buch mitgebracht. Handbuch für Rechtsanwälte in der DDR erschienen, geschrieben 89 oder fertiggestellt 89, erschienen 1990. Das heißt, es war sozusagen mit Erscheinen schon obsolet. Liebe Frau Maischberger, dass Sie an diese härtesten Stunden meines Lebens erinnern. Was glauben Sie, wie viele Wochen ich zugebracht habe mit drei anderen Anwälten, um dieses Handbuch zu schreiben? Und das wäre für DDR-Verhältnisse eine Art Paarland geworden. Weil du hättest von einer Ehescheidungsklage bis hin wirklich alles dort gefunden, vorgefunden, hättest das selbst machen können, soweit nicht Anwaltszwang bestand, der ja nur selten in der DDR bestand. Und dann erscheint das Buch Mitte 90, also wenn sich überhaupt kein Mensch mehr dafür interessiert. Das war eine solche harte. Da habe ich auch meinem Sohn gesagt, Mensch, so viele Wochen waren wir nicht zusammen, weil ich immer daran gearbeitet habe, für nichts und wieder nichts. Wenn Sie mir vorher gesagt hätten, dass die DDR da sowieso aufhört, verstehen Sie, dann hätte ich das Ganze gelassen mit dem Buch. Haben Sie davon noch ein paar Stapel, weiß ich zu Hause? Nee, ich habe eins. Das habe ich mir auch mühsam ergattert, um mal ab und zu raufzuschauen. Also er war ein guter Anwalt? Ein sehr guter Anwalt. Er war jemand, der sich offensichtlich dann auch schon in der Schule ja hervorgetan hat, indem er Bücher zwar nicht gelesen hat, aber sie trotzdem hervorragend referiert hat. Sind das lauter gute Eigenschaften oder auch Schwächen? Dieses... So tun, als ob man was wüsste. Also ich würde sagen, er hat es in Situationen gemacht, in denen es positiv war. Ja. Warum sagen Sie, er wäre ein glücklicherer Mensch geworden ohne Politik? Es ist natürlich schwer, sich jetzt in die Situation von 1990 zurückzuversetzen und dann zu überlegen, wie wäre es weitergegangen, wenn er nicht in diese Politik gegangen wäre. Aber bis 1990 waren wir ein ziemlich enger und größerer Freundeskreis, einschließlich der Kinder. Wir haben sehr viel zusammen unternommen. Wir haben füreinander gekocht, er hat meinen Sohn betreut, ich habe seinen Sohn betreut. Also das war mal so eine wechselseitige Angelegenheit. Aber ich habe seltener für ihn gekocht, als du für meinen Sohn. Kochen war meine Stärke, dafür waren andere Sachen seine. Danach war das alles weg? Und danach war alles weg. Aber, Sie haben ja Barbara, alle, darf ich einen Spruch erheben? Mhm. Die anderen Freundschaften, die du hattest, die sind ja auch weggebrochen. Also es lag nicht alle, aber ich könnte dir jetzt Namen aufzählen, ja, lass ich bleiben. Aber die anderen Freunde von Frau Erdmann waren nicht auf dem Spiegeltitel, wurden nicht so angefeindet. Gerade so Anfang der 90er Jahre war das doch wahrscheinlich auch eine Situation, die gar nicht in dem Sinne, also gerade der Anfang muss doch hart gewesen sein, also für jemanden, der ihn mag. Eben war ja dieses Foto, wo er auf dem Alexanderplatz spricht, da bin ich natürlich hingegangen. Dezember 89. Mit Berliner Ensemble. November. Im Berliner Ensemble und habe mich dann da durchgequält und stand dann unten, da unten drunter, irgendwo hier um drum rum stehe. Und ich habe Angst gehabt, ja.
Er stand da oben und hat da diese Mengen und ihr redet, war überhaupt nicht seine, bis dahin nicht seine Tätigkeit. Ne? War die Angst denn begründet, auch in den Monaten danach? Also da war sie nicht begründet, in den Monaten danach, ja. Also wir waren ja dann in diesem riesengroßen Haus da am Friedrichswerderschen Markt, als ich erst mal hingekommen bin. Das war gleich 4. oder 5. Dezember, als du da oben gesessen hast. Da saß er da und da waren, das ganze Haus war voll mit Mitarbeitern von der SED. Alles voll. Und ich bin da hingekommen, der saß da in so einem großen Zimmer ganz hinten an so einem Schreibtisch. Und dann ging die Tür zu und da sage ich, was machen denn die vielen Leute hier? Was machst denn du jetzt hier? Es war schrecklich. Und dann war diese Kommission Amtsmissbrauch und Amtsmissbrauch und Korruption. Korruption und Amtsmissbrauch. Ja, so rum. So rum war es. Und da war ich ja Stellvertreterin. Wir haben da mal geforscht. Und dann kam, das kann ich mich noch erinnern, die hauptamtlichen Mitarbeiter, die da noch waren, die hatten pünktlich 16 Uhr war Feierabend. Wir haben da bis nachts gesessen. Und dann setzte sich da mal so eine Demo in Bewegung. Die gingen um das Haus und schrien immer irgendwas gegen SED und so. Und das war schon. Aber es ist nicht zum Äußersten gekommen. Sie mussten nicht um sein Leben fürchten oder gab es die Phase auch? Nee, also das ich bin nie auf Zeuge geworden, dass, aber ich habe immer Angst gehabt, dass sowas mal kommt. Weil die Stimmung war sehr angeheizt, wenn dieser Sturm auf die Stasi-Zentrale, da hat man gesehen, das ist. Ach, wissen Sie, das, ich will nur sagen, ich kann mich noch an die verschiedensten Situationen erinnern. Zum Teil waren sie auch grotesk. Also wirklich begegnete mir Hass. Ich bin mal durch ein Spalier in Klinik gelaufen. 200 Meter lang wurde ich angespuckt. Ich kann dann aber nicht schneller laufen, sondern ich laufe dann so weiter. Das ist auch wieder so eine Sturheit, weil das andere wäre für mich Rennen, wegrennen. Das will ich nicht. Und dann war ich drin. Drin war ein eher positives Publikum und klatschte Beifall. Und dann schlugen die draußen an die Scheiben. Und dann habe ich mit dem Wirt geredet und habe gesagt, er soll alle reinlassen. Er sagte, das geht ja alles feuerpolizeilich nicht. Sag ich, es ist mir heute sowas von wurscht. Also wenn er mir einen Gefallen tut, lässt er alle rein. Dann hat er alle reingelassen. Und dann haben wir 3 Stunden dort diskutiert. Und alle, die mich angespuckt haben, ob sie es mir glauben oder nicht, war Anfang Januar 90, haben mich damit Beifall verabschiedet. Es kostet ein halbes Jahr Leben. Und ja, weil das kostet so mir anstrengend also, ich zähle jetzt mal so auf, was passiert ist in dieser Zeit gesundheitlich. Also Sie haben, also ich kann es gar nicht mehr mal aufzählen, Sie hatten was am Kopf. Sie hatten was im Herzen. Sie hatten was am Kopf, ist gemein. Ein Aneurysmus, ja, das war eine schwierige Sache. Herzinfarkt gehört dazu, Hörsturz gehört dazu. Wir wissen, dass Sie da 2 gescheiterte Ehen hinter sich haben. Eine davon in der Politik, die andere war davor. Also wenn man das jetzt einfach nur als Liste nimmt, würde man sagen, der persönliche Preis ist sehr hoch. Frau Erdmann hat jetzt gerade in einer Zeitung gesagt, sein persönliches Leben ist traurig. Meinen Sie das so in dem Sinne von die Bilanz, also das, was er aufgegeben hat für die Politik, das ist wirklich traurig? Naja, also ich weiß ja nicht, wie so ein Mann tickt. Also aus weiblicher Hinsicht würde ich sagen, ist traurig, weil die erste Ehe war ja lange vor. Ja. Da hat ja mit der Politik gar nichts zu tun. Die zweite Ehe, würde ich sagen, hat damit auch nichts zu tun, denn die Ehefrau war ja Mitglied der Fraktion der Linken. Also das würde ich nicht sagen. Aber dieses Privatleben insgesamt, ob mit Ehefrauen oder mit Freunden oder mit Kindern, das insgesamt ist so traurig oder so. Weil es nicht stattfindet einfach. So, weil es nicht stattfindet. Am Wochenende gibt es auch gut. Dann hat Ihre Tochter auch noch am 1. Mai Geburtstag. Das ist natürlich übel eigentlich, oder? Da denken jetzt viele, das haben wir mit Absicht gemacht. Das ist natürlich Quatsch, sowas würde ich nie machen. Sie ist wirklich, und ich weiß noch, im Januar habe ich zu dem DGB, ja, wirklich zu dem DGB-Chef gesagt, ich komme dahin, es sei denn, an dem Tag wird meine Tochter geboren. Weil das so liegt so in der Zeit. Und dann sagt morgens meine Frau zu mir, du, die Wehen beginnen. Ich sage, das kann nicht wahr sein, du machst jetzt einen Scherz. Nein, sagt sie. Dann habe ich den angerufen, dann hat er selbst geredet und dann dauerte das und dauerte das. Und dann habe ich einmal mit meiner Tochter, da war sie noch im Bauch drin, gemeckert und habe gesagt, jetzt musst du aber auch rauskommen. Na, und dann kam sie auch so raus, so kurz nach 21 Uhr. Das sind schon schöne Momente. Natürlich, man gibt, man vernachlässigt das Privatleben so, dass dadurch Störungen entstehen, die man nicht mehr los wird. Aber traurig würde ich nicht sagen, weil die 25 Jahre waren für mich auch eine Bereicherung. Weil ich zum Beispiel Leute wie Nelson Mandela getroffen habe. Bei dem Sie und angeblich viele eingeschlafen sind. Ja, das stimmt übrigens nicht, da irrt er sich. Das war danach bei dem KP-Vorsitzenden. Das stimmt allerdings, aber nicht bei Nelson Mandela. Ich habe keine Meise, also da kann ich mich dann schon beherrschen. Aber wissen Sie, aber auch viele andere, mit denen ich gesprochen habe, auch das Gespräch mit Fidel Castro war spannend zum Beispiel, weil der wissen wollte von mir, woran die DDR gescheitert ist. Oder das Gespräch mit François Mitterrand, der zu mir sagte, passen Sie auf, es entsteht nicht eine Situation wie vor dem Zweiten
Zweiten Weltkrieg, aber es kann eine Situation wie vor dem Ersten Weltkrieg entstehen. Auch spannend. Ich habe dann lange darüber nachgedacht. Wissen Sie, ich bin doch auch gefordert worden. Und über solche Forderungen wird man auch gefördert. Außerdem bin ich sowieso anders gestrickt. Ich sage ja nicht, das Glas ist halb leer, sondern halb voll. Und deshalb versuche ich auch, das Positive zu sehen. Aber zu den Dingen, zu den Begegnungen, die Sie hatten, gehört natürlich auch die Bundeskanzlerin, die Sie in Redeschlachten immer wieder bedacht haben. Jetzt haben wir davon ein paar zusammengeschnitten. Man könnte sagen, das sind Szenen einer Ehe eigentlich nicht. Es sind eigentlich eher Szenen einer rhetorischen Fernbeziehung. Noch ist sie da, das war ja gerade, da war sie gerade ins Amt gekommen. Ist das ein bisschen eine Wunde, dass diese Frau es gar nicht nötig hatte, Ihnen zuzuhören? Egal, wie gut Sie rhetorisch sind. Das ist ja auch ein Spiel. Ach so. Die CDU, CSU versucht immer den Eindruck zu vermitteln, dass sie sich dafür gar nicht interessiert. Und in Wirklichkeit hören sie sogar sehr genau zu. Ich weiß noch, als ich ein bestimmtes Argument benutzt habe, als die Bezahlung des Zahnersatzes zunächst für Jugendliche abgeschafft wurde. Und dann habe ich gesagt, irgendwann sehen wir dann aus wie die dritte Welt, weil man Armut immer an der Zahnlosigkeit erkennt. Und dann habe ich das zweimal gesagt, scheinbar hat ja nie jemand zugehört. Und dann benutzte Scharping plötzlich das Argument, sagte dasselbe. Das ist aber nicht bei der Union, sondern bei der SPD. Nein. Und danach kam Schäuble und sagte, wenn Sie schon die Argumente von Gysi klauen, verstehen Sie? Er hatte sehr genau zugehört und hatte das registriert, obwohl er so getan hat, als ob er nicht zuhört. Das ist so ein Spiel, was ich übrigens unnötig finde. Mich stört das gar nicht. Wenn ich da sitze, höre ich auch zu. Sie regiert jetzt 10 Jahre. Sie kommt auch aus dem Osten. Sind Sie ein bisschen neidisch, dass die eine so vielfältige Gestaltungskraft ausleben kann und Sie nicht? Ach, naja, wissen Sie, es gibt so Momente, wo ich auch gerne Entscheidungen treffe, die ich für dringend erforderlich halte, aber ich bin nicht neidisch, weil meine Rolle ist eine völlig andere als Ihre. Und sie ist ja jetzt auch in einer ausgesprochen schwierigen Situation, das erste Mal. Und wissen Sie, es könnte wieder das passieren, was ich vorhin gesagt habe, dass man nicht aufhört, wenn man im Zenit des Ansehens steht, sondern dann, wenn es deutlich gefallen ist. Was mir leid täte, vielleicht findet sie ja einen günstigeren Zeitpunkt. Sie ist ja noch jünger, sie kann ja noch eine Weile machen, aber haben Sie Respekt vor ihr eigentlich? Bewundern Sie ein bisschen, was sie tut? Oder ist das bewundern so? Ist falsch. Aber ich beobachte genau, sie hat drei Arten. Entweder zögert sie Entscheidungen hinaus und wartet, wie sich die Stimmung verändert. Oder sie verspricht etwas, was sie nicht halten kann. Zum Beispiel, wenn sie sagt, mit mir wird es nie eine Maut im Gesetz geben. Und dann wird das Gesetz verabschiedet. Und manchmal, das ist dann eigentlich das Aufregende bei ihr, trifft sie über Nacht eine Entscheidung. Und dann macht sie das auch. Zum Beispiel der Ausstieg aus der Atomenergie oder jetzt die Flüchtlinge bei Ungarn. Das ist dann so über Nacht bei ihr eine Entscheidung. Ob sie dann später bereut oder nicht, kann ich alles gar nicht einschätzen. Aber ich glaube, es fehlt ihr eine Strategie. Ich weiß nicht, wo sie eigentlich hin will. Auch das wollen wir zur Diskussion stellen. Nach dem Mauerfall blieben Gräben, das kann man einfach mal so feststellen. Die tiefsten Gräben gab es in der Tat zwischen der Union und der linken Partei. Und bei der Union war und ist es eigentlich vor allem die CSU, die die Attacken fährt. Ein paar der schönsten, die auch Gregor Gysi betreffen, haben wir ebenfalls zusammengefasst. Ein bisschen Streit muss sein, deswegen freue ich mich, dass Sie jetzt da sind. Herzlich willkommen, Dorothee Bär, CSU, parlamentarische Staatssekretärin im Verkehrsministerium, Rainer Brüderle, FDP, ehemals Bundeswirtschaftsminister und vieles mehr, auch Fraktionschef, und Uwe Steimle, Kabarettist aus Dresden. Frau Bär, der Herr Weigel, wenn man so zuhört, dem wäre es offensichtlich lieber gewesen, die Linke als Partei hätte es gar nicht gegeben. Stimmen Sie dem zu? Halt mal anschauen, aus welchen Strömungen bzw. aus welchen alten Parteien die Linke auch entstanden ist. Mhm. Und natürlich kann ich sowas nachvollziehen, wenn man es im Kontext sieht, dass eben so ein Wort wie Unrechtsstaat bis heute nicht gerne ausgesprochen wird, nicht anerkannt wird, dass die DDR ein Unrechtsstaat war. Wenn wir eine Regierung in Thüringen haben, wo immer noch ehemalige EMs diese Regierung mitstützen, dann kann ich sowas natürlich schon nachvollziehen. Mhm. Der Herr Dobrindt war ja mal Generalsekretär, zu der Zeit waren Sie seine Stellvertreterin. Da hat er auch über ein Verbotsverfahren nachgedacht. Ist das denn eigentlich das richtige Mittel? Ist der Gysi so radikal, dass man den verbieten muss? Naja, also erstens mal muss man sich natürlich anschauen, welche Partei auch vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Dazu war es natürlich immer im Verfassungsschutzbericht, dass die Linke auch aufgetaucht ist. Ja. Jetzt ist es mit Herrn Gysi natürlich eine schwierige Sache, weil er auf der einen Seite
selber immer links redet, aber selber rechts lebt. Das ist dann immer etwas schwieriger. Er lebt rechts? Inwiefern? Naja, wenn man sich anschaut, dass er seine Kanzlei in einer der günstigsten Gegenden von Berlin beispielsweise hat, also ganz im Gegenteil, im teuren Charlottenburg in der Fasanenstraße. Und auf der einen Seite meint der Anwalt des kleinen Mannes zu sein und er nur das Glück hat, dass er nicht alle Mandanten veröffentlichen muss. Da glaube ich, dass da ganz viele Hochkaräter dabei sind. Sind halt in sich sehr viele Widersprüche, was jetzt nichts damit zu tun hat, dass ich mit seiner Politik nichts anfangen kann, in keiner Weise. Und trotzdem kann man sich unter Kollegen auch wertschätzen und sich gegenseitig grüßen. Ich denke, da gehören wir beide dazu, dass man da auch einen Unterschied machen kann zwischen der Person und der politischen Meinung. Sie reden links und leben rechts? Ja, das ist Blödsinn. Das kann ich Ihnen das mit der Fasanenstraße auch erklären. Das war ein Zufall. Ja. Und zwar, ja, Sie wissen es doch nicht. Lassen Sie es mich doch kurz erklären. Und zwar kamen zwei Anwälte zu mir und wollten mit mir eine Praxis aufmachen, weil mein Schild am Parteivorstand nicht mehr genügte. Damals machte ich ja gar keine Mandate. Und da habe ich gesagt, dann müssen wir aber nach Mitte oder Prenzlauer Berg gehen. Da haben sie gesagt, einverstanden. Und dann wurde ich Senator. Und dann sagten sie, nee, wir ziehen doch nicht um für 100.000 Mark. Und du kannst gar nicht arbeiten als Anwalt, weil du ja Senator wirst. Und dann, weil ich aber Mitglied einer Sozietät werden musste, wurde ich in einer Party, das wäre sehr schön, Mitglied der Sozietät in der Fasanenstraße und verabschiedet aus der Sozietät bei einer Party. Und ich dachte, das wäre damit erledigt. Die waren da also gar nicht und haben gar keine illustre Mandantschaft. Und dann kam der Rücktritt von mir. Und dann musste ich dort wirklich anfangen zu arbeiten. Aber lassen wir das mal weg. Ich habe auch nie gesagt, dass ich der Anwalt nur der kleinen Leute bin und so. Linke Politik heißt doch nicht, dass ich arm bin, sondern heißt, dass ich mich gegen Armut wehre und die für völlig verfehlt halte. Das ist das Entscheidende. Und das Zweite, ich muss mal sagen, wir haben alle Verfahren jetzt gewonnen vor dem Bundesverfassungsgericht, auch Bodo Ramelow, dass die ganze Beobachtung unserer Abgeordneten falsch war. Das muss man auch in der CSU mal zur Kenntnis nehmen. Und wenn heute ein CSU-Politiker bei den Flüchtlingen davon spricht, dass wir wieder eine Selektion brauchen, das ist wirklich verfassungswidrig, muss ich sagen. Aber ich will mich heute gar nicht aufregen, weil ich mich eigentlich befreit fühle. Nö, Sie sollten sich schon aufregen, wenn es einen Grund gibt, Herr Brüderle. Also so gefährlich wirkt ja Gregor Gysi gar nicht, als dass man dem zu Leibe rufen müsste mit dem Verbotsverfahren oder sagen müsste, das ist eine Gefahr für Gesellschaft und Demokratie. Ist es das, die Linke? Das ist eine demokratisch gewählte Partei, das hat man zu respektieren als Demokrat, auch wenn man andere Auffassung hat und das vielleicht nicht passt. Aber die Bürger haben gewählt, in freier, geheimer Wahl, also sind sie Teil des Parlaments und das hat man zu respektieren. Und so gefährlich wirkt er ja gar nicht. Gefährlich ist er als Person nicht. Der Gysi hat ja eine Mischung. Er ist ein sehr charmanter Mann, unterhaltsam, auch Liebling aller Talkshows. Wahrscheinlich die höchste Präsenz von allen Politikern hat. Aber er transportiert damit auch Ideen, die man nicht teilt. Viele Auffassungen, die er vertritt, teile ich nicht. Und das macht ihn natürlich auch im Sinne seiner Partei wirkungsvoll, weil er nett, sympathisch ist, sodass man manches nicht so genau betrachtet, als wenn er hässlich, unsympathisch wäre, würde er wahrscheinlich viel mehr im Kreuzfeuer stehen als so. Gucken Sie mal, die vielen kleinen Marxe. Das sind lauter kleine Marxe. Das ist doch niedlich. Aber das Problem ist doch, ich kann Herrn Brüderle ja auch gut leiden. Und zwar, obwohl wir wirklich sehr unterschiedliche Auffassungen zum Beispiel bei der ganzen Wirtschaftspolitik haben. Aber eine Sache, die ist mir eben wichtig. Und da gehört er mit dazu. Das ist der politische Liberalismus. Und der ist in Deutschland wiederum ganz wichtig. Deshalb habe ich mich mal als libertären Sozialisten bezeichnet. Weil mir das wichtig ist, dass man diese Elemente schützt. Aber dieser Widerspruch in der FDP zwischen der Wirtschaftspolitik und dem politischen Liberalismus, der ist natürlich schon spannend. Herr Steinmeier, muss man sich eigentlich, wenn man die Linke mag, bei der CSU unter anderem bedanken? Weil je härter die dagegen geschossen haben, desto mehr rückten da die Reihen zusammen. Vielleicht wären die gar nicht mehr so bedeutsam, wenn die von Anfang an gleich so akzeptiert gewesen wären? Ich denke, jede Partei hat was für sich, an sich und auch gegen sich. Und so hätte jetzt der Generalsekretär, den Sie ja leider nie kennengelernt Honecker. Haben, lieber Herr Gysi, Erich Honecker hätte so gesprochen. Ich möchte noch was unbedingt loswerden. Ja. Wenn ich immer höre, Unrechtsstaat, ich sage gerne, vielleicht war die DDR ein Unrechtsstaat, in dem es aber auch Gerechtigkeit gab. Und wir hier leben in einem Rechtsstaat mit sehr viel Ungerechtigkeit. Und damit meine ich vor allem, es ist eine moralische Kategorie. Ja? 90% der Menschen, die in der DDR gelebt haben, waren im Endeffekt glücklich. Und wenn ich sehe, was heute hier abgeht in dieser Welt, kann man nur sagen, ich greife das auch noch mal auf, völlig zu Recht, wir brauchen einen demokratischen Sozialismus. Wir müssen vor allen Dingen das Geld abschaffen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn uns die FDP dabei helfen könnte, man muss ja schon fast sagen, wählt FDP. Sie waren die Einzigen, die mit Westerwelle gestimmt haben im Koalitionsvereinbarungsvertrag, dass die Atomwaffen verschwinden.
Wir müssen, es geht um Frieden und deswegen ist der Sozialismus so wichtig. Das ist so ein total verqueres Argument. Nein. Zu sagen, doch nur weil es 90% in der DDR gleich schlecht ging, war es gerechter. Natürlich war es gerechter, als wenn man jetzt in der Bundesrepublik Deutschland in einer Demokratie leben darf. Sie können, was ist doch denn nicht, das für eine Demokratie? Sie können doch nicht Ihre persönlichen Erlebnisse, die ich Ihnen gar nicht absprechen möchte, dass Sie eine glückliche Kindheit hatten, dass Ihre Eltern Sie geliebt haben, dass Sie vielleicht auch und Weihnachten oder auch Ähnliches gefeiert haben, können Sie doch nicht vergleichen mit, jetzt leben wir in einer Demokratie. Wir dürfen wählen, wir haben Freiheit, wir haben Frieden seit über 70 Jahren. Und nur weil es Ihnen gleich schlecht ging, sagen Sie, es war gerechter. Also so verquer, das kann ich überhaupt nicht stehen lassen. Ja, aber zwei Punkte muss ich korrigieren. Deutschland hat Krieg geführt in Jugoslawien und in Afghanistan. Glücklicherweise nicht im Irak und glücklicherweise nicht in Libyen. Und die DDR hat nie einen Krieg geführt. Aber was mir auch wichtig ist... Nee, sind Sie nicht einmarschiert. Naja, das ist aber darum trotzdem ist der ganze Einmarsch... Viel wichtiger, ich meine, wir haben uns doch hier auch nicht getroffen, um Nettigkeiten auszutragen. Nein, aber das Interessante ist ja, dass... Darf. Es gab drei Versuche für einen demokratischen Sozialismus. Es ist interessant, wie die gescheitert sind. Einen gab es bei der Pariser Kommune, ist damals militärisch zerschlagen worden. Den zweiten gab es in Prag, 68, ist von der Sowjetunion zerschlagen worden. Und den dritten Versuch gab es unter Allende in Chile, ist von der Armee und dem amerikanischen Geheimdienst zerschlagen worden. Immer interessant. Ja. Der Staatssozialismus nie. Aber jede Form eines demokratischen Sozialismus ist immer kaputt gemacht. Ich bleibe trotzdem gerne mal in Deutschland. Und zwar deshalb, weil also Sie sind ja eben, und deshalb gehört das schon zu der Bilanz dazu, eben zu fragen, was ist eigentlich in diesen 25 Jahren, in denen Sie in der Opposition waren und diese Bundesrepublik quasi zusammenwachsen sollte, jedenfalls nach Willy Brandt, was ist eigentlich da passiert? Und der Unrechtsstaat, den ja auch Frau Bär jetzt noch mal erwähnt hatte, es gab ganz viele, die im Westen gesagt haben, wenn Sie zum Beispiel oder die Linke sich früher damit klarer distanziert hätte und gesagt hätte, ja, es war ein Unrechtsstaat, dann hätte es möglicherweise diesen Hass, den es am Anfang offensichtlich gegeben hat, oder diese Ablehnung gar nicht gegeben. Ich glaube, das hätte nicht. Das funktioniert? Nein, das glaube ich nicht. Weil wenn wir geschichtslos geworden wären, das hätte uns gar nichts genutzt. Wäre das wir geschichtslos? Mussten ja, ich werde es Ihnen gleich erklären. Und wir mussten ja die Teile der Bevölkerung versuchen zu vertreten und in die Einheit zu führen, die von den anderen Parteien nicht gewollt wird, weil das auch eine Kritik von mir an der FDP ist. Weil die hätte sich auch mehr um die Eliten im Osten kümmern können, was sie nicht gemacht hat. SPD und Union sowieso nicht. Aber die FDP hätte vielleicht eine Chance gehabt, aber sie sah das anders unter Lambsdorff. Und deshalb wurde das so unsere alleinige Aufgabe. Nur ganz kurz zum Unrechtsstaat, das ist doch eine Definitionsfrage. Richtig. Bauer, der Generalstaatsanwalt hier aus der Bundesrepublik, der den Auschwitz-Prozess geführt hat, der hat klar definiert, weshalb das NS-Regime ein Unrechtsstaat war und weshalb er das nicht anwenden würde auf die DDR. Und zwar gibt es einen juristischen Unterschied, der mir wichtig ist. Aber ich sage gleich noch einen Satz dazu. Ein Unrechtsstaat beginnt dort, wo man das, was man staatlich will, nicht mehr in Gesetze formulieren kann. Der NS-Staat hat nie gesagt, Juden müssen erschossen werden, Kommunisten müssen erschossen werden, Zigeuner müssen... Das gab es in keinem Gesetz, aber er hat es gemacht. Mhm. Und diesen Mist, den die DDR gemacht hat, staatsfeindliche Hetze und sowas alles, da stand ja alles im Gesetz, bis hin sogar, dass an der Grenze geschossen wird. Das ist ein gradueller Unterschied. Also unrechtliche Diskussion. Ja, natürlich. Nee. Deshalb sage ich Ihnen Folgendes. Ich sage, in der DDR gab es grobes, auch staatlich angeordnetes Unrecht. Da sind wir einer Meinung. Und das muss man überwinden und das darf es auch nie wieder geben. Aber ich will nicht, wissen Sie, das ist so bei uns so üblich, wenn nicht einer dieselbe Vokabel benutzt, dann stimmt das Ganze schon nicht. Warum muss man mich zu einer Vokabel zwingen? Ich werde nie bestreiten, dass es staatlich angeordnetes grobes Unrecht gab und dass wir das wirklich aufarbeiten müssen. Da stehe ich also dazu und das hat übrigens unsere Partei auch sehr intensiv getan. Also man darf jetzt nicht rückblickend die DDR glorifizieren. Ja, natürlich war es ein Unrechtsstaat. Ja. Wie er sich dazu verhält, ist seine Sache. Die Bürger und die Wähler müssen es beurteilen, danach ihr Wahlverhalten ausrichten. Aber ein Unrechtsstaat war es. Wenn an der Mauer geschossen wurde, ist es Unrecht. Ja, wenn Leute einfach wegen ihrer politischen Gesinnung verhaftet wurden, war das Unrecht. Wenn es Stasi-Gefängnisse in der Innenstadt war, das Unrecht. Aber es ist ein bisschen jetzt auch eine deutsche Art. Ich würde ganz gern lieber über die politischen Fehleinschätzungen der Linken heute und in die Zukunft diskutieren. Dass wir jetzt diskutieren, was in der DDR war. Es war nicht gut. Ein PS muss trotzdem da rein. Und zwar deshalb auch, weil Gregor Gysi das bei seiner letzten Rede im Bundestag ausdrücklich erwähnt hat. Diese ganze Unrechtsstaatdebatte kristallisiert sich ja auch in der Frage nach der Stasi. Jetzt ist Frau Erdmann gleich wieder genervt, dass ich überhaupt nach Stasi frage. Ja, ein Teil ist genervt und ein Teil
hält es für ganz wichtig, dass man das aufarbeitet. Sie haben jahrelang sich gegen die Vorwürfe, ein EM zu sein, juristisch zur Wehr gesetzt, erfolgreich zur Wehr gesetzt. Und trotzdem bleibt das immer ein Thema. Und offensichtlich hat es Sie auch persönlich verletzt. Die einzige Partei, die er quasi ausgenommen hat in seiner Rede im Bundestag, in seiner letzten Rede, die ihn nicht so verfolgt hat, das war die FDP. Warum war es denn Ihnen offensichtlich nicht so wichtig? Warum haben Sie da Gregor Gysi in Schutz genommen? Das ist eine Rechtsstaatspartei. Und wenn er vor Gericht bestätigt bekommt, dass es nicht so war, hat man das zu respektieren. Mhm. Und ich würde auch Menschen jetzt nicht ausdrücklich nach ihrer persönlichen Wertungen immer nur einordnen. Er ist, wie er ist. Und jeder, der ihn wählt, weiß, wen er wählt. Das muss man so akzeptieren, ist immer eine Mischung. Das stimmt. Und ich bin immer direkt gewählt worden seit 1990. Und deshalb ist mir auch die Debatte lenkt ab von den politischen Dingen. Ich halte ihm viel mehr vor, dass er für die Auflösung der NATO sind, dass er die Hartz-IV-Gesetze, ohne die wir nie die Arbeitsmarktentwicklung erreicht hätten, im Detail kann man streiten, völlig abschaffen will. Da bin ich mit ihm anderer Auffassung. Aber wenn wir jetzt die 84. Wiederaufbereitung machen von Dingen, die auch gerichtlich diskutiert wurden, weiß ich nicht, das führt nicht weiter. Wäre es für Sie wichtiger, Frau Baerbeer? Noch ein Satz, ja. Bei der Untersuchungsausschuss im Bundestag. Da war wir auch die einzige Partei, die das nicht mitgemacht Deswegen hat. Deswegen hat er sich auch ausdrücklich bedankt bei Ihnen. Weil man nicht, ja, es geht nicht, bedanken wir nicht, sondern es sind Rechtsstaatsprinzipien. Wir wollen auch nicht durch Untersuchungsausschüsse quasi eine Ersatzjustiz haben. Die haben eine andere parlamentarische Aufgabe. Und unabhängig von man politisch steht, müssen bestimmte Spielregeln beachtet werden. Und die sprachen in dem Fall zugunsten von Ihnen. Darf ich nur einen Satz sagen? Ich würde gerne Frau Baers Stimme dazu noch einsammeln. Das würde ich gerne vorher sagen. Nee, ich würde es gerne einsammeln. Wenn ich in der CDU oder in der SPD gewesen wäre, wäre der Vorwurf mit einem Gerichtsurteil erledigt gewesen. Weil ich in der Linken war, nicht. So, der eine Satz ist gesagt, Sie haben sich wieder durchgesetzt, wie immer, Frau Baer. Ist es für Sie so, wie Herr Brüderle es sagt, es ist eigentlich eine Sache, die ist geklärt, da bleibt nichts? Also natürlich respektieren wir die Gewaltenteilung und unsere Gerichte, aber wie der jeder Lateiner lernt, semper ali quiteret, natürlich bleibt immer irgendwas hängen. Aber ich glaube, dass Herr Gysi da wesentlich mehr drunter leidet als jeder andere. Das hat man ja in der letzten Rede auch gemerkt. Also da hat man richtig gespürt, dass er so angefasst war. Und er hat ja auch erwähnt in seiner letzten Rede, dass er noch nie, liebe Kolleginnen und Kollegen, gesagt hat. Hat auch dazu gesagt, dass es sicherlich niemandem aufgefallen ist. Und es stimmt, es ist, glaube ich, also mir ist es nie aufgefallen, dass er es nicht gesagt hat. Und habe ich mir gedacht, es ist Wahnsinn, wie ihn das persönlich mitgenommen hat, dass er quasi von Kolleginnen und Kollegen, wo man immer das Gefühl hatte, mit denen hat er auch nichts zu tun und die mag er nicht, dass er sich trotzdem für die so hat runterziehen lassen. Aber was die Stasi-Vorwürfe betrifft, für mich ist das ein Riesenthema, aber insgesamt für die Linke. Ich habe nie verstanden, warum man nicht sich freiwillig als Abgeordneter überprüfen lassen kann. Warum viele Fraktionen damit ein großes Problem hatten. Bei uns in der Fraktion macht das jeder und es ist auch für niemanden ein Problem. Ich habe dreimal meinen Antrag zurückbekommen, was aber daran liegt, dass ich noch keine 18 war, als die Mauer gefallen ist. Und ich habe immer dafür gekämpft, erst im Innenausschuss, dann im Kultur- und Medienausschuss, dass die Stasi-Unterlagenbehörde auch aufbleibt, weil es eben auch im Jahr 2015 noch viel zu viele Männer und Frauen gibt, die bis heute nicht wissen, wer sie bespitzelt hat. Und deswegen werden wir auch so lange diese Unterlagenbehörde auch finanzieren, bis auch jeder wirklich weiß, wem er sein Schicksal zu verdanken hatte in der ehemaligen DDR. Aber bei uns haben sich alle überprüfen lassen. Das ist ja entscheidend der Punkt, dass man auseinanderhält. Nee, Herr Gysi sagt gerade, bei Ihnen hätten sich alle so. Die Bundestagsgruppe 1990 hat sich vollständig überprüfen lassen, auch 94 vollständig überprüfen lassen. Also ich kann mich erinnern, als ich 2002 in den Bundestag gekommen bin, dass wir da heftige Debatten hatten. Da war ich nicht. Aber ansonsten kann ich nur sagen, dass es passiert. Ich sehe das übrigens genauso. Ich meine auch, diese Unterlagen müssen zugänglich sein für jede und jeden. Das ist wichtig auch. Ich mache einen ganz. Einen Aspekt würde ich gerne einführen, unterscheiden. Die politische Auseinandersetzung muss hart sein. Ich bin für einen anderen politischen Weg, weiß auch. Aber man darf nicht andere Themen instrumentalisieren anstelle der politischen Auseinandersetzung. Ich habe das persönlich erfahren in anderen Bereichen, im Bundestagswahlkampf durch den Stern mit Behauptungen, die nicht zutreffend waren, dass man damit plötzlich auch politisch instrumentalisiert beschädigt wird, statt die Auseinandersetzung. Sie sprechen auch die Sexismusdebatte an, angeblich Sexismusdebatte vom Stern. Ich habe ein Buch darüber geschrieben. Aber so geht's später hat sich die Verlegerin entschuldigt bei mir. Aber das darf nicht ersetzen den politischen Dialog und Disputation um Sachthemen. Ich möchte mit dem streiten über Hartz IV, streiten über die NATO, über Außenpolitik. Und die anderen Themen dürfen die Debatte, die inhaltlich geführt werden muss, nicht ersetzen. Das ist ja die Gefahr, dass man ganz andere
Kriegsschauplätze inszeniert, um von der eigentlichen Debatte abzulenken. Eine wichtige libertäre Sicht. Und deswegen werden Sie fast in der FDP gelandet. Nein, ist er nicht. Ganz bestimmt nicht. Ich finde, die inhaltliche Auseinandersetzung muss sein. Wir wollen sie führen. Wir wollen sie aber auch vor dem Hintergrund führen, der ja jetzt gerade eben auch diese Zeit, in der er zurückgetreten ist als Fraktionschef, illustriert. Es gab eine Rede, die er gehalten hat vor 25 Jahren. Eine von vielen, in dem Moment, in dem die Volkskammer der DDR in einer Augustnacht 1990 beschlossen hat, der Bundesrepublik beizutreten. Dieses war ein emotionaler Moment, jedenfalls für Gregor Gysi, wie Sie sehen werden. Und wir behaupten jetzt mal für diese Diskussion, Herr Brüderle, dass das gelungen ist und dass die Republik tatsächlich durch den Einfluss von Gregor Gysi und der Linken nach links gerückt ist. Ein Beispiel haben Sie gerade genannt, der Mindestlohn, der jetzt durchgesetzt wurde von einer großen Koalition. Er hat die SPD so lange vor sich hergejagt, bis die dann in der großen Koalition das durchgesetzt haben. Ist das ein Erfolg der Opposition? Das war in der SPD immer umstritten, auch bei den Gewerkschaften, die lange Zeit dagegen war, dass der Staat Löhne festsetzt. Ganz genau. Es hat natürlich zu einem geführt, was ich befürchtet habe an den ganzen Entscheidungen. Es gibt einen Wettbewerb auch vor Wahlen. Ursprünglich haben sie mal 8 gefordert, dann hat die Große Koalition 8,50 gemacht. Jetzt fordert er im Bundestagswahlkampf die Linke 10 Euro. Wir haben einen politischen Wettbewerb über Lohnfindung. Ich halte ihn für verkehrt. Es wird übrigens interessant sein, wie sich vor dem Hintergrund von 1 Million mehr Flüchtlinge genau diese Struktur weiterentwickelt. Aber man muss ja sagen, der Mindestlohn ist da, Herr Brüderle, und die Wirtschaft brummt immer noch. Das heißt also, kann es einfach sein, dass Sie recht hatten, die Republik in dieser Frage jedenfalls nach links zu rutschen? Die haben das nicht deshalb beschlossen, weil Gysi das gefordert hat. Sondern die Große Koalition muss einen Kompromiss zwischen CDU und SPD schließen. Die CDU war früher auch dagegen. Und das war einer der Punkte. Der Mindestlohn war der Preis der Koalition. Die Mütterrente war Preis an die CDU, das Betreuungsgeld auch. Insofern ist so ein Geben und Nehmen, wie das so stattfindet bei Koalitionsverhandlungen. Und Sie haben es mit oder ohne Gysi beschlossen im Kompromiss zwischen den beiden Parteien. Ja. Ich weiß auch nicht, was daran nicht so links sein soll oder warum die Republik nach links gerückt ist. Also ich würde mal sagen, dass wir... Herr Brüder, der spricht leider Gottes immer nur von der CDU und der SPD. Das üben wir nachher noch mal, weil die Koalition ja aus 3 Parteien besteht. Und in der CSU, das ist nicht vereinfacht, das ist einfach falsch. Deshalb spricht man von der Union. Das finde ich auch nicht so schön, aber CSU ist doch einfach viel schöner. Nein, aber die CSU hat auch die christlich-soziale Arbeitnehmerschaft, die CSA, die fordert auch seit vielen, vielen Jahren den Mindestlohn. Unser prominentester CSA-Vorsitzender in Bayern war mal Horst Seehofer. Und das ist doch keine linke Forderung zu sagen, jeder muss von der Arbeit, die er leistet, auch leben können und eine Familie ernähren können. Also insofern würde ich die These nicht teilen, dass es eine extrem linke Position ist, sondern dass es einfach eine sehr soziale Position ist. Und wir sind die christlich-soziale Union. Wie Sie haben ja vorhin gehört, die SPD war dagegen. Sie haben es ja gehört. Sie hätten es doch viel früher machen können. Hätte man doch viel früher schon machen können. Ja. Außerdem, aber es geht ja eben auch um das, was der Brüderle angesprochen hat. Nämlich, möchte man tatsächlich dann, wer bietet mehr? Das ist wirklich eine große Sorge und genauso kommt es natürlich leider Gottes manchmal. Also wobei ich sagen muss, in der Bundesrepublik waren die Linken die Ersten, die es gefordert haben. Ich würde auch nicht sagen, das ist eine soziale Position, aber für die Linke ist das Soziale immer das Entscheidende. Aber darf ich darauf hinweisen, bei diesem Satz bekam ich das einzige Mal Beifall von der Union, und zwar genau an der Stelle. Und als der Satz jetzt wiederholt wurde im Bundestag, klatschte wieder die Union. Also habe ich 2 Mal Beifall von der Union gekriegt, wollte ich nur sagen. Herr Schömmi, haben Sie das Gefühl, dass diese Partei tatsächlich nach diesen 25, dass da der Einfluss so war, dass die Republik nach links gerückt wäre? Weil das so eine starke und wichtige Opposition ist? Arbeit war? Ja, also ich definiere ja links eher, für mich ist das, wenn man für ungerecht, wenn man gegen Ungerechtigkeit antritt, das ist für mich schon links. Okay. Ja? Also ich kann auch mittlerweile mit den ganzen Begrifflichkeiten gar nichts mehr anfangen. Wollen wir auch mal ganz aktuell sagen, ich finde zum Beispiel überhaupt nicht links, wenn Chaoten in Leipzig Polizeireviere angreifen und sich die Partei Die Linke davon nicht distanziert und sagen, das sind unsere Leute. Muss ich sagen, da habe ich kein Verständnis dafür. Das finde ich absolut nicht in Ordnung. Egal, wen anzugreifen, macht man nicht. Und was ich auch sehr schade finde, dass sich die Linke verabschiedet hat vom Heimatbegriff. Weil Heimat ist etwas ganz, ganz Wesentliches. Und dass man das den Rechten überlassen hat, wer immer das nun sein möge. Ja? Auch nicht alle, die eben bei Pegida mitlatschen, sind nur alles Rechte, obwohl ich seitdem, was ich nur gestern gesehen habe... Der Galgen wollte ich Sie gerade... Unfassbar. Sie kommen ja aus Dresden, erklären Sie doch mal bitte diesen Galgen. Unfassbar, mich fröstelt gleich. Mhm. Ja, es gibt Sachen, die sind einfach nicht mehr...
Wenn ich Polizist wäre dort und hätte diese Galgen gesehen, dann wäre ich hingegangen und hätte gesagt, die Dinger nimmst du runter. Dass es Leute gibt, die nicht ganz dicht sind in der Birne, wissen wir ja. Aber dass das auch noch 3 Stunden hängen könnte, das ist für mich genauso unfassbar. Bei den TTIP-Demos gab es genau die gleichen Galgen, die gleichen Guillotinen. Und da hat sich aber niemand drüber aufgeregt im Vergleich zu dieser Pegida-Diskussion. Wenn ich immer höre TTIP, das heißt bei uns, hieß das 1000 Teletipps. Also auch etwas so, was man eigentlich gar nicht braucht. Und wir müssen auch vor allen Dingen aufhören, wenn ich das noch sagen darf, wir müssen aufhören, deswegen war für mich die FDP so sympathisch, schade, dass ich so weit weg sitze. Man muss ja fast FDP wählen, sie waren die einzigen, die dafür gesorgt haben, dass, oder mindestens mitgestimmt haben, dass die Atomwaffen verschwinden aus Deutschland. Ein ganz wichtiges Thema, die Russen haben ihre Waffen abgezogen und dafür sollten Sie eintreten, Frau von der CSU, ganz wichtig, die Waffen müssen weg, weg mit den Waffen. Jetzt haben Sie vieles in einem. Das gerade das Gegenteil passiert. Die Atomwaffen der USA in Deutschland werden modernisiert. So ist es. Und Deutschland bezahlt das auch noch zum Teil. Unfassbar. Obwohl wir die überhaupt nicht brauchen. Christ kann natürlich viele Themen in einen Satz hineinbringen. Wir sortieren es trotzdem noch mal. Wir waren zuerst bei der Wirtschaft und dann bei den Flüchtlingen. Dass die Politik mehr nach links ging, schon belegen. Auch mit einem anderen Beispiel zusätzlich, nämlich mit den Arbeitsmarktreformen. Nein, wir waren gerade bei den Atomwaffen. Ich würde Sie doch fast wählen, lieber Herr Professor. Ich bin dafür, dass die wegkommen. Ich bin dafür, dass wir uns konzentrieren auf Wirtschaft, Soziales. Dass die Chemiewaffen bei uns verschwunden sind. Das war ich damals Verkehrsminister. Aber zurück zu Ihrer These. Die Politik ist schon durch die Linken linker geworden. Ohne die Arbeitsmarktreform hätten wir den Aufschwung im Arbeitsmarkt nie bekommen. Die Linke bekämpft sie massiv. Hartz-IV-Reform soll wieder komplett weg. Das ist eine sehr linke Position. Die SPD hat in der Folge davon ein Stück sich von den eigenen Reformen unter Schröder wieder distanziert. Das ist eine Komponente, wo man sagen kann, die Politik ist durch die Linke in Deutschland linker geworden. Weiterer Beweis, die FDP ist gar nicht mehr im Bundestag. So links ist die Politik geworden. Das ist sehr bedauerlich, aber das hoffe ich, wird sich bei der nächsten Wahl, bin ich sogar sicher, wieder verändern. Es gibt Konstellationen, wo man auch mal die Zähne beißen muss. Die Linke ist auch mal eine Periode verschwunden gewesen. Ich würde gerne noch mal einen Satz sagen, weil das jetzt mehrfach angesprochen wurde, was auch die Begrifflichkeiten betrifft. Ja. Mich ärgert das, Sie machen das genauso. Sie beschweren sich über Begrifflichkeiten, verwenden aber dann die Linke als kuschelig und links und gute linke Politik und verwenden aber den Begriff die Rechte und setzen es gleich mit Rechtsextremismus gleich. Nein, das habe ich nicht gesagt. Sie haben aber gerade gesagt, die Rechten und dann Pegida. Das haben Sie alles in einem Atemzug genannt. Und das ärgert mich schon, weil immer wenn von rechts gesprochen wird, rechts von der Mitte ist automatisch rechtsextrem, was es nicht ist. Und wenn von links gesprochen wird, ist es nicht automatisch linksextrem, sondern ist es dieses Kuschelige, der Nette, Ungerechtigkeit. Das ist für mich eine Prämisse. Und ich finde es eben nicht in Ordnung, wenn linke Chaoten, die sich als links bezeichnen, werfen. Also, deswegen habe ich aber man kann es ja sehr leicht sortieren. Aufpassen. Wenn man sich das Programm der Linken im letzten Wahlkampf anguckt, dann kann man sehr leicht sehen, was Herr Brüderle jetzt versucht zu sagen. Also da war eben der Mindestlohn, der ist jetzt mittlerweile auf 10 oder 12 Euro. Der Spitzensteuersatz, 53%, das hatte Kohl auch schon mal, das wäre jetzt nicht der Punkt, aber dass man eben die Millionärsteuer bei 1 Million auf 75% Millionärssteuer, Auflösung der NATO gehört dazu, die Abschaffung der privaten Krankenkassen, die Begrenzung der Gehälter auf 40 Mal des Minimums, dass man tatsächlich, dass man die Mindestrente auf 1000 aufzählen. Nein, ich will ja nicht über jeden diskutieren, ich möchte nur fragen, ob man solche Forderungen dann aufstellt, wenn man ganz sicher weiß, dass man nicht regiert, weil man weiß, die muss man gar nicht erfüllen. Darum geht es nicht. Auch wenn man regiert, wir haben ja keine 50%, können wir unser Programm nicht zu 100% durchsetzen, sondern müssen Kompromisse eingehen. Ja. Die 75% kamen damals aus Frankreich. Deshalb ist das übernommen worden. Bei Ihnen Weiß. Und ich sage auch, dass das ein Fehler war. Das ist viel zu hoch. Mhm. Aber was wir machen, ist, dass wir sagen, wir brauchen einen höheren Spitzensteuersatz von 53%, wenn wir endlich die Mitte der Gesellschaft entlasten wollen. Denn ich habe die FDP immer gerne damit geärgert, dass ich gesagt habe, dass es nur eine Partei auch der Mitte gibt, das ist die Linke. Das hörten die natürlich nicht besonders gerne von mir. Aber wissen Sie auch, warum? Passen Sie auf, weil die FDP die kalte Progression, muss ich jetzt nicht erklären, abschaffen will, aber nicht den Steuerbereich.
aber auch. Und ich sage Ihnen, das geht nicht, dass die Mitte der Gesellschaft und auch der Mittelstand in Deutschland alles bezahlt. Die Konzerne drücken sich davor, die Reichen werden nicht herangezogen und die Armen können es nicht finanzieren. Aber das muss sich wirklich ändern. Aber darf ich eine Sache zu Ihnen sagen? Das ist die Robin-Hood-Strategie. Die Robin-Hood-Strategie ist welche? Darf mir ganz kurz für diese eine Sache bleiben? Herr Gysi, ganz kurz. Eine und dann machen Sie den zweiten Punkt mit Frau Beer. Die Robin-Hood-Strategie ist also, was, bitte? Das ist immer die Robin-Hood-Strategie. Herr Gysi hat immer das gleiche System. Wir können allen was wohltun, keinen was wegnehmen. Wir nehmen es bei den Reichen weg. Das ist so nicht funktioniert, Robin Hood. Ja. Ist ja auch nur eine Stück Sagenfigur gewesen. Ist auch völlig klar. Sie wissen doch, wenn Sie es übertreiben in der Besteuerung, geht das Geld natürlich raus. Warum müssen die Konzerne nichts bezahlen? Warum müssen die Banken nichts bezahlen? Die Konzerne zahlen keine Erbschaftssteuer. Nein, darum geht es nicht. Die Banken haben ja nicht wegen der Banken damals gerettet. Die haben einen Trick über Luxemburg gestartet. Weil sonst die ganze Wirtschaft kollabiert wäre. Das ganze Wirtschaftssystem wird zusammengebrochen. Jetzt geht es um die Rettung der Banken. Natürlich. Ich frage Sie, warum die Banken so gut wie keine Steuern bezahlen, weil sie Tricks über Luxemburg schlagen. Kein Mittelständler hat dazu die Chance. Kein Mittelständler hat dazu die Chance. Der muss ehrlich steuern. Die Kapitalausstattung, sie funktioniert hinten vor nicht. Die Commerzbank ist immer noch staatlich gestützt. Ja, ich weiß, der Staat als Eigentümer. Die Deutsche Bank hat größte Schwierigkeiten. Viele Sparkassen. Gott sei Dank, kann man nur sagen. Nein, Gott sei Dank nicht. Verstehen Sie? Die müssen auch Kapital bilden, sonst sind sie gar nicht da. Wir müssen finanzieren. Wir der Staat es lieber Herr Brüderle, ich will Ihnen noch keine Nachhilfe erteilen. Aber wenn ich höre Flüchtlingskrise, wir haben eine Kapitalismuskrise, was uns hier um die Ohren fliegt, das ist doch, wir haben absolut. Ich bin für soziale Marktwirtschaft, nicht für Kapitalismus. Moment, darf ich das ganz kurz ausführen? Ja. Auch weil wir senden ja zu einer Zeit, wo schon viele schlafen, aber ganz kurz erklärt. Bei uns, wenn die wieder wachen. Ronald Reagan hat seinerzeit in den 70er Jahren gefordert, es muss dazu kommen, wir werden die Russen totrüsten. Das hat er geschafft, indem er den Golddollar nicht mehr gekoppelt hat an die totale... Das war schon längst vorher. An die Wirtschaft. Was wir jetzt haben, ich mache es ganz kurz, ist der Rüstungsdollar. Darf ich das kurz zu Ende sagen? Und darum geht es. Es werden Kriege geführt, damit das, was wir irrsinnig immer erzeugen, verbraucht wird. Nein. Und das ist der Wahnsinn. Wir müssen davon weg. Das liegt ja vor Marx. Nein, das liegt nicht weg. Genau darum geht es. Wir liefern die Waffen in diese Länder und wundern uns dann, wenn die Menschen... Nicht. Man kann so ist es. Natürlich liefern wir sie. Wir liefern die Waffen. Wer sonst? Wir liefern die Waffen nach Israel und wir liefern die Waffen nach Saudi-Arabien. Sind Sie dagegen, dass wir Israel helfen? Sind Sie dagegen? Darum geht es nicht. Aber ich kann, nein. Sind Sie dagegen, dass wir Israel helfen zu überleben? Nein, jetzt darf ich was sagen. Ich bin überhaupt nicht dagegen, dass wir Israel die Waffen schenken, aber im gleichen Atemzug nach Saudi-Arabien verkaufen. Wenn ich Israeli wäre, würde ich auf solchen Inne, so eine Freundschaft würde ich... Geliefert. Ich halte einmal für... Das ist ganz wichtig, das ist das Kernthema. Fest. Man kann Deutschland nicht trauen. Das ist das Thema Wenn und das sollten Sie wir hier diskutieren. Rüstungsexporte sind. Aber für Israel sind sie dafür. Oder sind ich sie halte dagegen? Einmal fürs Protokoll gesagt, fest, dass man an Was ist das für eine Politik? Dass dieses jedenfalls Forderungen sind. Waffenexporteur der so ist es. Ein Drittel sie. Unter SPD das heißt, vorgenommen. Und Gabriel stellt sich hin und hat mit alledem ja nichts Sinn, zu tun. Ich freue mich über die Menge. Ich halte fürs Protokoll fest, es gibt ein paar... Wir verdienen doch nicht im Krieg in Syrien. Mit. Nein, habe ich nicht gesagt. Aber wir verkaufen Waffen an Katar, wir verkaufen Waffen an Saudi-Arabien. Saudi-Arabien führt gerade Krieg gegen Jemen. Und ist der Erzfeind von Israel. Warten Sie doch mal jetzt, lassen Sie mal einen Moment den Satz zu Ende sprechen. Und wenn zum Beispiel, noch haben wir wenig Flüchtlinge aus Jemen, aber es dauert nicht mehr lange und wir bekommen hunderttausende Flüchtlinge aus Jemen. Wenn wir den Krieg nicht überwinden, wenn wir den Hungertod, der hat was mit Kapitalismus zu tun, nicht überwinden. So, stopp. Ich muss jetzt einmal hier einen Stopp machen, weil wir das hier heute nicht lösen werden in einer Sendung, in der wir fragen, die Frage stellen, welche Bilanz die Linkspartei unter Gregor Gysi in Deutschland hat. Ich halte einfach mal fürs Protokoll fest. All diese Dinge, die in diesem Programm stehen, Auflösung der NATO, steht da drin. Die Privatisierung, die privaten Krankenkassen abschaffen, steht da drin. Ja, na, was spricht denn dagegen, dass alle nach der Art ihrer Erkrankung behandelt werden und nicht nach ihrer sozialen Stellung? Das scheint mir wichtig zu sein. Mein Strich darunter lautet, das sind lauter Dinge, die Sie natürlich alle gefordert haben, aber deshalb, weil sie nicht regiert hat, nicht umgesetzt haben. Das ist doch eine Sache, wo man sagen muss, die Linke, diese Politik, die Sie gemacht haben, ist eine Forderungspolitik, aber keine Umsetzpolitik. Also das kann man so sagen. Aber man kann doch ein Ziel haben, eine Vision. Kann man haben, ja. Man muss, wenn man ein Wahlprogramm aufstellt oder ein Parteiprogramm, muss man Ziele formulieren. Genau. Und davon weiß man, wenn man in die Regierung kommt, dass man nur einen Teil umgesetzt bekommt. Aber die Richtung ist für die Wählerinnen und Wähler klar. Gut.
Und sind Sie dafür froh, dass Sie nicht wichtig. In Regierungsverantwortung gekommen nein, sind, dass bin, Sie jetzt nicht in Regierungsverantwortung nein, ich bin sind, nie froh. Wo Sie gerade zu verhandeln hätten, die große Flüchtlingsthematik, die Sie auch angesprochen haben, Sie, weil das lauter Antworten erfordert, man, die ja schwierig einzusortieren man kann nicht sind in die zwischen Politik links und rechts? Gehen, man kann nicht in die Politik gehen mit der Vorstellung, keine Verantwortung zu übernehmen. Ja. Das ist albern, das geht nicht. Nee, das glaube ich nicht. Dann muss man beides Kollegen, wollen. Der man sind, muss, dass es die Opposition ist auch eine Verantwortung. Ja, man aber kann, eine andere. Man, ja, eben. Man kann die Opposition in der Verantwortung oder in der Regierung wahrnehmen. Wofür ich bin, ist, dass meine Partei sich in jeder Hinsicht auch öffnet für diese Frage, für die Regierungsfrage. Und zwar schon aus einem Grund, weil ich es der SPD und den Grünen nicht so leicht machen will. Wenn wir schon sagen, wir wollen nicht regieren, dann brauchen die sich ja gar keine Gedanken zu machen. Also ich möchte Frau Beer könnte man doch weil sagen, weil Sie von Rechten gesprochen haben, ist Ihnen mal aufgefallen, dass ich immer bei Ihnen von Konservativen spreche? Und zwar deshalb, weil es, und das ist für mich eine Kulturfrage, weil wenn ich rechts sage, verstehen das sofort viele als rechtsextrem. Und weil ich sie dafür nicht halte, nenne ich sie mal konservativ. Sie könnten mich doch mal würdigen und sagen, das ist nett von mir. Aber bei dem Ministerpräsidenten von Bayern haben Sie sehr wohl gesagt, dass der ist ja auch dass der sehr rechts die AfD salonfähig macht. Ja, das stimmt. Aber jetzt muss ich trotzdem noch mal wissen, was zu dem Regieren sagen, Herr Gysi. Was bei der AfD interessant ist. Weil das nämlich wichtig ist, weil Sie nämlich schon sich sehr gut eingerichtet haben in der Opposition. Und ich glaube, der Herr Brüderle und ich würden nicht zustimmen, dass Opposition so großartig ist. Wir würden, glaube ich, eher zitieren, dass Opposition Mist ist, weil wir es beide aber wir mitgemacht keine Demokratie, haben. Demokratie, wenn es keine Opposition ja, ich habe auch Opposition gemacht. Ich habe auch viele Anträge für den Papierkorb geschrieben. Also insofern ist das gar nicht der Punkt. Ich hatte aber immer den Wunsch, auch in einer Regierung mitwirken zu dürfen. Das auch und das einzige Mal, wo Sie dann Regierungsverantwortung hatten, dann hauen Sie nach einem halben Jahr ab. Und das fand ich damals schon sehr schäbig. Nach 6 Monaten und einer Woche. Ja, so ein halbes Jahr sind Sie dann abgehauen. Aber den Gag haben Sie auch schon gerade gebracht. Es bleibt trotzdem. Als Bürgermeister weg, als Senator weg. Sie haben Ihr Mandat einfach weggeschmissen. Und das finde ich etwas, wo man sagt, wenn man aus einem bestimmten Grund zurücktritt, dass man ein Regierungsamt dann niederlegen muss. Es ging um die Bonusmeilenaffäre. Das ist eine völlig andere Geschichte. Aber sein Mandat wegzugeben, genau das hätten erklären, Sie warum. Nicht weggeben Doch. Müssen. Und das ärgert Nein, mich dann schon müssen, zu sagen, man wird, wie Sie immer gerade betont haben, immer direkt gewählt von den Wählerinnen und Wählern. Und dann enttäuscht man die Wählerinnen und Wähler und sagt dann so, das ist mir jetzt völlig wurscht und jetzt verkrieche ich mich wieder wie der Hase in der Furche und machen dann wieder ein paar Jahre Anwalt und kandidieren aber dann sofort wieder für den Bundestag. Nein, sofort nicht, um das dann war nach eben drei Jahre ist ja im ist Zuge der Weltgeschichte eine sehr kurze Spanne. Aber darf ich Ihnen mal etwas sagen? Auch in 25 warum Jahren. Und Sie wollten immer nur Opposition machen und deswegen unterstütze ich das, was zwei Frau Meisch. Zuhören? Ich höre Ihnen ja die ganze Zeit zu, jetzt will ich auch mal was das sagen. Haben Sie nicht gemacht. Weil wir Frauen so höflich sind, lassen wir immer die Männer zu lange reden. Doch, das merke ich schon also den ganzen Tag. Die Frau Merkel redet viel länger als ich, logischerweise. Aber der Punkt ist ja, der Punkt ist, glaube ich, klar geworden. Aber ja. Nein, verstehen Sie, bitte, Sie sind weggelaufen. Sie interessieren sich immer. Ja nicht für meine Motive. Sonst wäre ich ja nicht hier, oder? Nein, sonst dann würden Sie eine Sekunde lang zuhören. Natürlich hätte ich das Mandat behalten können. Aber dann hätten die Leute gesagt, er tritt als Bürgermeister und Senator zurück, aber er will weiterhin seine Diäten haben. Ach. Das war meine Überlegung. Ach, mhm. Deshalb habe ich gesagt, wenn ich einen Fehler begehe, stehe ich dazu und dann sollen die Leute auch wissen, dann trete ich zurück. Und dass ich dann nach 3 Jahren wiedergekommen bin, das hatte einen politischen Grund, weil Oskar Lafontaine gesagt hat, er ist bereit, unter Umständen aus der SPD auszutreten. Die BASG und die PDS müssten sich vereinigen. Aber er macht das Ganze nur. Und dann hätten wir eine Chance auf eine bundesweite linke Partei, was ja auch dann passiert ist, wenn ich zurückkomme. Und das heißt, war für mich. Nee, ich war überhaupt, ob ich ein Dödel war, das können Sie entscheiden. Das muss ist ja generell. Ihnen sagen. Aber wissen Sie, nein, ich war was anderes. Ich habe gesagt, gut, wenn das eine Bedingung ist und wir haben eine Chance, eine Linke in Deutschland aufzubauen, was Sie natürlich nicht reizt, aber was mich reizt, deshalb bin ich dann wieder zurückgekehrt. Aber ich habe mich in den 3 Jahren nicht unwohl gefühlt. Ich war dort Anwalt und deshalb weiß ich, Frau Maischberger, ich kann auf Sie können auch ohne, aber ehrlich gesagt, das ist ein Punkt in Deutschland, wir werden das heute nicht mehr richtig diskutieren können, aber Sie verlassen sozusagen die erste Reihe in einem Moment, wo die Zukunft Deutschlands sicherlich für die nächsten Jahre verhandelt wird. Das ist die Frage, die uns die Flüchtlinge nach Deutschland bringen. Richtig. Sie haben gesagt, Herr Seehofer macht die AfD salonfähig. Sie selber müssen sich aber gar nicht mehr damit auseinandersetzen. Ob Transitzonen an der Frau Grenze Maischberger, müssen Sie sich nicht damit auseinandersetzen? Richtig sind oder nicht. Jedenfalls nicht als Fraktionschef. Aber ich bleibe erstens Bundestagsabgeordneter, werde, wie gesagt, was ist Ihre Haltung dazu? Gehe zum Ausschuss. Wo unterscheiden Sie sich von Horst Seehofer? Na, eine ganze Menge.
Weil die ganze Vorstellung, dass wir Flüchtlinge mit Zäunen aufhalten, Flüchtlinge, die aus Krieg, aus völlig abenteuerlich schlimmen Bedingungen kommen, Flüchtlinge, die vor Hunger fliehen, die davor fliehen, dass ihre Kinder nicht zur Schule gehen, das ist albern. Wir müssen die Probleme lösen. Und zwar hätten wir sie schon längst anfangen müssen zu lösen. Aber so ist eben eine Regierung, so sind wir Menschen überhaupt, ich nehme da mich gar nicht aus, ja. Für bestimmte schmerzhafte Entscheidungen brauchen wir immer einen Druck von außen. Und Seehofer denkt natürlich, er kriegt die Stimmen von der ARD, AfD zurück. Aber was passiert? Die Umfragen besagen, die meisten Stimmen kriegt die AfD im Osten, traurig genug, ja. Und in Bayern. Nee. Und in Bayern. Und das ist interessant. Nee, wird nicht so kommen, werde ich alles dagegen und das heißt, er macht es salonfähig und dann wählen die Leute aber nicht ihn, sondern die AfD. Sowas bringt nie was. Das Gegenteil ist der Fall. Der Horst Seehofer hat, das merken Sie jetzt auch, wenn Sie die ganzen Umfragen anschauen, nicht nur was die Partei betrifft. Es gab, glaube ich, selten in den letzten Jahren, Jahrzehnten einen Politiker, wo sofort zweistellig die Beliebtheit nach oben gegangen ist, weil er einer derjenigen ist, der sich eben auch nicht scheut, Wahrheiten auszusprechen. Das stimmt, der Unterschied zwischen uns ist, zwischen der Linken und der CSU oder zwischen allen anderen und uns ist, dass wir sagen, ja, wir helfen jedem, der von Krieg verfolgt ist, selbstverständlich. Aber wir helfen eben all denjenigen, die ganz dringend unsere Hilfe brauchen, aber nicht allen, die unsere Hilfe wollen. Und dass man auch Realpolitik macht, Politik mit Herz, ohne das Hirn auszuschalten. Und selbst in der SPD sagen ja mittlerweile Steinmeier und Gabriel, wir können nicht jedes Jahr eine Million Flüchtlinge verkraften. Das weiß ich auch. So, ja, aber Sie geben das also auch zu, Sie, dass man irgendwo auch mal eine Obergrenze setzen muss. Die Tonlage ist das Entscheidende. Die Tonlage. Wir haben wirklich, ich war gestern im Parteivorstand, die Tonlage ist so gemäßigt bei uns. Ich möchte gerne helfen. Darf Herr Steimle bitte auch noch mal zu Wort kommen, der dazu etwas sagen wollte? Ich sitze mal hier ganz außen. Bitte schön. Nein, Sie sitzen gar nicht außen. Genau, das teilen wir ja. Nein, also vielleicht als Klammer. Ich denke, für die Vision, wir müssen ja auch mal an die Zukunft denken, was, glaube ich, passieren wird in unserem Land. Davor habe ich auch ein bisschen Angst, muss ich ehrlich sagen. Ich denke, wir werden einen Vereinigungsparteitag haben zwischen SPD und der CDU. Und wir nennen dann die Partei Kapitalistische Einheitspartei Deutschlands. Und da ist die CSU draußen und die Linkspartei ist auch draußen. Bitte? Da ist die CSU nicht dabei und die Linke ist auch nicht dabei. Gut erkannt. Und die FDP auch nicht. Aber das Dramatische ist, Frau Maischberger, dass wir tatsächlich eine Regierung haben, die nicht entsprechend handlungsfähig ist. Ja. Und was man jetzt macht mit der Transitzone, ist auch nicht die Lösung. Und wenn wir sagen, ja, es müssen die Außengrenzen der EU sein, die sind ja noch viel größer. Das sind ja Zehntausende von Kilometern. Wie will man die sicher? Was man machen muss, ist eine aktive Außenpolitik, dass man die Konflikte runterkriegt. Das sind die Ursachen Frieden davon. Frieden mit Russland vor allem. Frieden mit Russland. Ja, schon Bismarck hat gesagt, nur mit Russland, niemals und gegen Russland. Es sind auch die falschen Signale gesetzt worden, auch von der Bundeskanzlerin. Das Signal, und sie kann unbegrenzt alle kommen, das ja über die Handys weltweit verbreitet wurde, war fatal falsch. Ja. Und jetzt rudern sie alle rum und keiner hat eine überzeugende Lösung. Wir hoffen, aber dass ich denke, sie hat das Anweisung der Amerikaner gehandelt. Dass, wenn die Bundesregierung nicht handlungsfähig ist, dass damit die Ränder gestärkt werden, weil die Leute tief enttäuscht sind, die Handlungsfähigkeit ist nicht da. Und die müssen wir sich sind wirklich eigentlich schon guten, nach Merkel. Seriös damit umzugehen, ich sehe es noch nicht. So, Sie sind ja raus, Herr Gysi. Die eigenen Linken, er macht ja nur noch Gesellschaft. Wir die eigenen Leute, die eigenen Linken, die eigenen Armen in unserer Gesellschaft nicht vergessen. Da wir dürfen die großen Konflikte nicht trennen, nicht gegenüberstellung den Flüchtlingen. Da kommen die großen Konflikte. Darf ich Ihnen noch eine Sache sagen? Auch wenn mein Beliebtheitswert manchmal gestiegen ist, hat das der Partei gar nicht gebracht. Ich mache einen Vorschlag. Also Gregor Gysi ist nicht mehr der Fraktion. Chef der Linken, Angela Merkel aber ist noch Bundeskanzlerin, vielleicht ist das die größere Krise in ihrer Partei. Er ist nicht mehr dabei in der ersten Reihe, um es zu verhandeln. Wir haben überlegt, was kann er denn dann machen? Gerade so diese Äußerung, die Sie jetzt gemacht haben, das hat ja sowas Präsidiales gehabt. Wir haben uns Gedanken gemacht über die Zukunft von Gregor Gysi zum Schluss, ob der nicht doch mal in ein ganz anderes Amt könnte. Warum nicht Bundespräsident? Wenn man zusammenrechnet, wirklich ganz viele haben gesagt, der Typ an sich ist in Ordnung, aber bitte gebt ihm kein Amt. Also das war die große Mehrheit. Nein, 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 nicht das Amt des Bundespräsidenten. Ich bin überhaupt kein präsidialer Typ, da haben die völlig recht. Ist das ein bisschen deprimierend, dass sie so persönlich so geschätzt werden, aber bitte, wenn es dann darum geht, wirklich Verantwortung zu übernehmen, zucken ganz viele zurück und sagen, ah, vielleicht dann lieber doch nicht. Das weiß ich gar nicht. Wenn ich irgendwann Mitglied einer Bundesregierung geworden wäre, glaube ich schon, dass ich da meine Pflichten erfüllt hätte, auch durchaus Vertrauen, glaube ich, hätte gewinnen können. Aber das war nicht so und ich muss Ihnen sagen, ich war gerne in der Opposition. Ich finde das auch nicht Mist, ehrlich gesagt. Ich finde das eine spannende Herausforderung. Verändert haben wir Deutschland auch. Aber ich muss es noch mal sagen,
Für mich beginnt jetzt ein neuer Lebensabschnitt, auf den ich mich richtig freue. Und Bundespräsident gehört nicht dazu. Nee, Bundespräsident war auch nie mein Ziel. Das ist doch ein bisschen langweilig. Ich bitte Sie da mal so eine Rede. Ich hoffe, Herr Gauck hat jetzt nicht zugehört. Ich danke Ihnen für wortgewaltige Beiträge. Vieles haben wir angerissen. Ein paar Dinge werden wir in den nächsten Wochen wahrscheinlich noch besprechen müssen. Ob das jetzt Wirtschaft, Soziales, die Flüchtlingsfrage ist oder eben die Frage auch des linken und rechten Deutschlands. Danke, dass Sie da waren. Danke Ihnen fürs Zuschauen. Wir sind jetzt 2 Wochen weg, kommen dann wieder im November und wünschen Ihnen jetzt noch eine gute Nacht, unter anderem mit dem Nachtmagazin. Schönen Abend.